regnerisch bleiben. Wie sich der Regen verteilt und wo es vielleicht doch noch etwas Sonne gibt, das sagt Ihnen gleich Inge Niedeck. Das Heute-Journal mit Klaus Kleber sehen Sie um 21.45 Uhr. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Den Kindern eine grüne Zukunft vererben. Die Schiene ist der Weg. Denn mit jeder Bahncard reisen Sie ab April mit 100% Ökostrom. Wirtschaft muss anders erzählt werden. Das Ganze sehen. Mit der neuen Kapital. Und jetzt das Wetter. Union Investment, die Fondsgesellschaft ihrer Volksbank Raiffeisenbank, präsentiert Ihnen das Wetter. Liebe Zuschauer, guten Abend. Nach dem Regen ist vor dem Regen und das wird auf jeden Fall bis zum Wochenende noch so weitergehen. Ursache dafür ist diese besondere Wetterlage, ein Höhentief über Mitteleuropa. Das steuert die Kalt- und Warmluftströme, sind noch so kleinere Tiefs eingelagert. Und dadurch kommt zum Beispiel von Südosten sehr warme, aber auch feuchte Luft zu uns, die auf kühlere Luft trifft. Und das Ergebnis ist eben immer wieder neuer und kräftiger Regen. Heute Nacht lässt der Regen von Südwesten allerdings immer mehr nach. Im Nordosten gibt es noch Schauer, anfangs durchaus auch kräftige Gewitter dabei. Auch im Südosten regnet es zum Teil noch. Dort sinkt die Schneefallgrenze im Laufe der Nacht auf 1200 Meter. Morgen scheint dann an der Ostsee wenigstens die Sonne häufig. Auch im Südwesten stehen die Chancen ganz gut. Aber von Osten, Südosten her kommt wieder neuer, teilweise kräftiger Regen, auch zum Teil von Gewittern begleitet. Denn mit dem Regen kommt auch wieder die Warmluft in den Norden. 22 Grad dort am Alpenrand allerdings nur 8 Grad. Was für Unterschiede. Und es geht in den nächsten Tagen im Süden kühl mit sehr viel Regen weiter, im Norden trockener und wärmer, am Sonntag aber dann von Nordwesten insgesamt trockener und auch freundlicher. Ihnen noch einen schönen Abend. Union Investment, die Fondsgesellschaft ihrer Volksbank Raiffeisenbank, präsentierte Ihnen das Wetter.